Hallo liebe Leute, heute gucken wir mal, ob wir Mansur den Schlüssel abnehmen können. Ich begrüße euch hier an der Stelle und Grüße gehen raus. Aramis hat uns ja die Informationen gegeben über die Quest der tote Juwelenhändler. Die dunkle Kammer befindet sich irgendwo in den Katakomben. Der Abstieg ist im Keller des kleinen Belia-Tempels, allerdings verschließt sich ein Gitter den Zugang zu den Katakomben. Mansur hat den Schlüssel. Aramis gab mir zudem den Rat, bei Ahmad eine Karte von den Katakomben zu kaufen. Eine Katakombenkarte habe ich ja schon. Das weiß ich. Gucken wir mal, wo wir den Mansur holen. So, die Karte. In welche Richtung ich mal wieder gehen muss, ist wieder klar. Ja, ja, also Stadt Uga, ich weiß, ganz unten, also geradeaus so die... Also ein bisschen hier, aha, okay. Oh, was steht? Ja, das ist der Straßenräuber von der letzten Folge. Gut, dann, soweit, so gut. Dann hier irgendwie rum, denke ich mal. Da müsste es ja irgendwie so eine einen Auftrieb geben, so eine Auftreppe. Und die ist es nicht, die ist es, die müsste es sein. Da, wo es zu Mansur geht. Da ist der Elite-Assassine. Ich speichere mal kurz ab und mache die Musikbox wieder an für euch. So, dann gucken wir mal, ob wir Mansur den Schlüssel entwenden können. Okay, schleichen brauchen wir ja nicht mehr. Ach, da bist du. Was ist los? Ja, mein Schuhwerk war zu laut, ich weiß. Es wäre schwierig, seine Schlüssel plural zu stehlen. Mal gucken. Jawohl, Schlüssel zur dunklen Kammer erhalten, Schlüssel zu den Katakomben erhalten. Okay. Zu den Katakomben 2 erhalten. Dann wollen wir mal gucken. Wo ist denn dieser Belia? Hä? Belia, Aramis, Rat, Katakomben, Abstieg in Keller des kleinen Belia-Tempels. Ist im Keller des kleinen Belia-Tempels. Allerdings verschließt ein Gitter. Wo könnte das wohl sein? Kleiner Belia-Tempel. Ich weiß doch. Moment. Das ist er. Hier haben wir ja eine Belia-Statue. Dann könnte das hier der Belia-Tempel sein. Hier kann man rausgucken. Und hier kann man auch rausgucken. Wo ist jetzt? Ah. Hier ist was. Aber sieht doch nach Öffnung aus, oder nicht? Mal gucken, vielleicht muss ich da irgendwas machen. Nee. Da ist nichts zu tun. Ja, Warbo. Hör auf, ich bin noch fertig. Ich komme nicht wieder los. Jetzt, endlich. Hab ich irgendwas? Das ist doch der Belia-Tempel, oder nicht? Aber hier ist doch was dahinter hier irgendwie. Komme ich da irgendwie dran? Muss man da einen Schlüssel haben? Oder ist es wieder zu dunkel, dass ich irgendwo einen Schalter haben müsste? Naja, ich mache mal Folgendes. Damit wir ein bisschen besser sehen können, werde ich mal hier bis zum nächsten Morgen auf meiner Schlafmatratze aus Ziegenfell mal schlafen. Vielleicht gibt es da irgendwie noch einen Schalter, den ich nicht sehen kann oder so. Das kann ja alles sein, ne? Also. Hä? Die Straßenräuber von Uga? Jetzt habe ich eine Quest bekommen? Die Straßenräuber von Uga? Muss ich mal gucken, wo das ist. Hier. So, dachte ich es mir doch. Es gab noch mehr Straßenräuber. Mal sehen, ob ich auch auf noch mehr treffe. Wenn nicht heute, vielleicht in der nächsten Nacht. Okay, das war jetzt nun mal so ganz informativ. So, jetzt gucken wir uns mal ganz genau hier diesen kleinen Belia-Tempel mit Schafar an. Hast du denn was zu sagen? Hey. Kannst du mir etwas beibringen? Okay, er ist ja immer so ein lieber, netter Lehrer.
So, das ist Belias Statue. Hier ist etwas, das sieht nach Abstieg aus, aber ich komme da nicht hin, ey. Da, da, da. Na, siehst du? So. So wird ein Schuh draus. Gut, dass ich mal geschlafen habe. Richtig. Exakt. Oh, hier sind wir. Haha, geschafft. Speichern. Ich habe gerade nochmal nachgelesen. Ich müsste eigentlich schnell sein. Sonst sind die Leute weg. Jetzt habe ich aber einen Tag geschlafen. Aha. Lehrbuch der Magie. Da oben ist nichts mehr drauf. Okay. Gucken wir mal nach dem Lehrbuch der Magie. Das wäre dieses hier, wenn mich nicht alles täuscht. Magisches Wissen plus 5. Verstehe. Gut, haben wir auch. Apropos Wissen. Tja. Gucken wir mal hier weiter. Aha. Zu weit entfernt. Gucken wir mal weiter, ob es hier irgendwie ein Schalterchen auf der anderen Seite gibt. Bestimmt, aber gehen wir mal weiter. Aha. Das wird die Tür sein. Hier waren wir doch schon, oder nicht? Ja, natürlich war ich hier schon. Ja, okay. Das weiß ich, von den Katakomben am Ende rum. Richtig. Hier waren wir schon. Jetzt frage ich mich, wo ist denn hier die Dunkelkammer? Wo werden hier die Fotos entwickelt? Nein, natürlich nicht. Muss ich noch mal bis in Mitternacht schlafen? Weil ich mich frage, was... Doch. Aha, okay, hier geht's nach draußen. Hier geht's runter. Möchte ich mal wissen, was hier ist. Komm, kann ich hier durchklippen? Kann ich. Aber... Weit und breit irgendwie kein Schalter in der Nähe. Stopp, oder? Aha, hier ist was. Manometer, Roland, bist du plätt. Hier müssen wir drauf drücken. Ja. Ich habe ja eine Brille auf, ne? Trotzdem sehe ich nichts. So. Ja, weia! Mann, hätte ich gespeichert, wäre gut. Habe ich aber nicht, so ein Krampf. So, mal gucken. Was? Meuchelmörder? Auch das noch? Mein Gott. Shit. Und auf diesen Schlüssel drücken. Und bevor ich den gleichen Fehler wie eben mache, werden wir mal eben kurz an dieser Stelle... Nein, abspeichern! Ich bin zu weit gegangen, so ein Mist! Wieso bin ich so plätt? Mach ich den gleichen Mist schon wieder, ey. Ich hätte mir eigentlich eine bessere Rüstung anziehen können. Gucken... Ich dachte, da wäre eine bessere Distanz da, deswegen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, so. Wo haben wir denn unsere Superrüstung? Die ist hier. Und wenn ein Meuchelmörder ist, dann kann ich mich ja besser hier schützen. Indem ich eine bessere Rüstung anhabe und mal eben kurz speichern. Okay. Also wir sind schon gleich hier um die Ecke. Dachte ich. So, da ist er. Oh! Mit Armbrust. Feige Ratte. Okay, er zieht sein Schwertchen. Oh, da kommt gleich der zweite. Der wird mich bestimmt natzen. Achso, und da kommt noch einer an. Ja, nee. Das sieht nicht gut aus, sag ich doch. Jetzt gucke ich mal, ob sie immer noch da stehen.
Ich habe was im Petto. Und zwar Dämonen beschwören. Genau richtig, da ist einer. So. Dann können wir ja... Genau, besponnener Dämon, Meuchelmörder. Den können wir einhauen. Und sind eine Stufe gestiegen. Gucken mal, ob es noch andere Peoples gibt hier in der Nähe. Nein, gibt es nicht. So, vergiftetes Assassinenmesser, Meuchelmörder. Hat ein paar Sachen dabei. Ja, speichern wir mal ab. So, dann gucken wir mal weiter. Wer kommt denn da noch alles so ums Eck? Keiner. Was ist, wenn ich ihn hier mal einen auf den Klaps gebe hier? Aha. Hä? Okay. Wo ist denn derjenige gewesen, der jetzt gerade sein Schwert gezogen hat? Da unten geht's ja noch weiter. Oh, das sind mehrere Schwerte. Alter, drei Leute. Jetzt ist der hier wieder... Jetzt ist mein Dämon kaputt. Ja, und ich werde natürlich auch schön hier gleich wieder beschossen. Ein bisschen eingesteckt an. Okay. Moment, jetzt zieht er das wieder. Ach, Leute. Oh, Mann. Da kommt der nächste. Vielleicht kann ich ja hier an der Ecke was machen. Azor. Azor. Okay, Azor. Den haben wir. Was hat er denn alles? Osiris gestohlene Juwelenschatulle. Aha. Alles klar. Das ist der Mörder bestimmt von Osiris. So, erstmal hier in Sicherheit bringen und mal ein bisschen was futtern. Oh, falsche Taste gedrückt. Kleiner Feuersturm. Da bist du jetzt. Den hatte ich vorher gedrückt, bevor ich überhaupt... den Stream, hätte ich beinahe gesagt, angefangen habe. Oh! Okay, den haben wir schon mal geschwächt. Okay. Auch dieser Meuchelmörder ist weggemorchelt. Gut, wo ist denn deine Waffe? Die Waffe ist... Ja, hier ist sie. Okay. Wieder mal... Oh, bei Banane, die ich jetzt gegessen habe, hat das Stärke plus 1 gegeben. Na, das ist doch toll. Das wollte ich mal eben kurz eingeblendet haben. Mit meinen Tränken. Es ist auch nicht mehr lange her. Dann gucken wir mal, wer noch so alles in der Nähe ist. Okay, auf jeden Fall sind sie wahrscheinlich da unten irgendwo. Da ist schon mal einer, der ist nach oben gegangen. Aufpassen, dass er hier nicht unten noch einer ist. Da ist einer wieder mit. Oh. Mit Armbrust. Das ist nicht schön. Da steht er wieder Spalier. Eck, Mist! Ich muss mal eben schnell was trinken. Habe ich jetzt gemacht. Und mal gucken, ob er jetzt hier ums Eck ist. Aber gespeichert habe ich nicht. Dummerweise. Nee. Ach nee, ich muss hier runter. Oh. Ah, da hinten ist wieder einer. Steht wieder Spalier, dieser saftige Meuchelmörder. Mal gucken. Was hat er denn? Ah, der ist schon. Der ist schon angeschlagen. Aha. Okay, jetzt nähert er sich. Los, komm. Trau dich. Genau. Okay, aufpassen, dass wir hier nicht so arg um die Ecke gehen. Wunderbar. So. Werden wir uns wieder erfrischen und speichern. Yep. So.
4 waren es, glaube ich, so. Moment mal, beschworener Dämon, kann ich den eigentlich was nicht nee, zu holen. Nicht zu holen? So, da hinten ist wieder einer. Toll. Ist das denn der letzte? Dann werde ich mal ein bisschen riskant auf die Sache zugehen. Sehr riskant und sehr gewagt war das gewesen. Ehrlich, gut. Dafür haben wir hier noch ein Assassinenschwert geschärft und geölt. Und jetzt wieder mal frisch machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles gewesen sein soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Ding, nochmal ganz vorsichtig. Machen wir einen Spaziergang runter. Ja, ist da alles. Ja, okay, hier ist safe. Hier ist also rechts nur eine Wand. Hier ums Eck. Das ist nur eine Eck. Mit einer Amphore drin. Hier ist die Brücke. So, schauen wir mal. Also das scheint wohl die dunkle Kammer zu sein. Und hier ist niemand drin. Also war das wohl alles. Der tote Juwelenhändler. Quest erledigt. Das ist ja klasse. Gucken wir doch gleich mal rein. Ich habe die dunkle Kammer gefunden. Ein Typ griff mich an, der wie ein Händler gekleidet ist. Das muss der Auftraggeber von Osiris Mörder sein. Ich werde ihn wohl töten müssen. Also den haben wir ja schon getötet. Und dann durchsuchen. Vielleicht finde ich ja bei ihm die gestohlenen Juwelen. Haben wir ja gesehen. Dann könnte ich Torres melden, was ich herausgefunden habe. Oder Torres. Oder Torres. Ich sage mal Torres dazu. Schauen wir erstmal, was hier so alles ist. Lederbeutel, kleiner Lederbeutel, Jolz. Na, lesen wir erstmal das Gold hier auf. Noch irgendwas hier in den Ecken, in den Wasserpfeife und ein Körbchen, Bastkörbchen. Der Torres, wunderbar. Nochmal zur Erinnerung, hier ist Osiris gestohlene Juwelenschatulle, wunderbar. Dann haben wir die auch. Dann geht's jetzt wohl mal zu Torres hoch, was? Oder es kommen auf dem Rückweg noch wieder so fiese Gestalte auf mich zu, was ich aber nicht glaube. Okay, dann werden wir uns wieder zurückbegeben. Machen wir so. Aber nicht, dass ihr denkt, ich würde in dieser Klamotte zurücklaufen. Ich würde mich nämlich wieder umziehen. Ist doch logisch. Herrlich. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So, Bootsmann-Rüstung, stopp. Nein. Assassinen-Rüstung, wo ist sie denn? Da ist er. So, und dann sehen wir uns bei Torres wieder oder wenn irgendwas anderes passiert. So mache ich das jetzt. Statten wir erstmal Otello einen Besuch ab und handeln erstmal, weil ich brauche mal wieder Getränke. Ich habe ja wieder jede Menge Jolt. Na, das ist doch klasse. Er hat zum Beispiel Elixier des Lebens. 1500, das investieren wir uns. Dann haben wir reine Lebensenergie. Ja, das ist gut. Die können wir auch mal nehmen. So ein paar so. Und dann holen wir hier die Gucken. Das könnte uns dienlich sein. Wunderbar. Dann hier noch ein paar. So, lassen wir. Ja, okay. Machen wir das mal so. Mal gucken, was mit Osiris Stand ist. Ob man da irgendwie was noch holen kann. Ja, er hat nur 2 alte Münzen dabei, der tote Osiris. Nicht zu plündern. Schade. Am Osiris. Putt. So, jetzt geht's zu. Ne? Jetzt geht's zu Torres. Da schalte ich mich wieder hinzu. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich bei Hall nicht wieder auf die Füße trete hier. Ist er das? Nee, das ist Joachim. Gut. Ah. So, Dulle. Er muss das ja besser wissen. Genau, und das bist du, Branko, ne? Branko, hast du noch was zu sagen? Hallo, Branko, grüß dich. Hallo, Branko. Na, alles klar? Mir geht's gut. Ich hoffe doch, du kommst als Freund, oder? Natürlich. Was machst du so? Ich vertreibe mir die Zeit mit der Jagd. Sonst passiert hier nicht so viel. Genau, Branko. Alles gut. Hier mal Torres berichten. Ich habe jetzt hoffentlich... kann ich hier rein, ohne dass ich...
Mal gucken, die sind wach geworden. Verdammt, was ist los? Okay, ich hab Vertrauen. Hey du! Ich weiß jetzt, wer für Osiris Tod verantwortlich ist. Ich weiß jetzt, wer für Osiris Tod verantwortlich ist. Was? Tatsächlich? Dann sag es schon. Wer ist es? Ein Händler aus Ishtar gab der Gilde der Diebe den Auftrag, Osiris zu töten. Sein Name ist Assor. Was ist mit dem Kerl? Wo befindet er sich? Man muss ihn sofort festnehmen. Er ist tot. Ich fand ihn und seine Helfershelfer in einem Versteck innerhalb der Katakomben. Sehr gut, dann müssen wir den Kerl nicht mehr vor Gericht stellen. Doch was ist mit den Juwelen? Juwelen übergeben oder Juwelen behalten? Sorry, es hat gerade eben einen Aussetzer gegeben. Mein OBS ist irgendwie... Da weiß ich noch nicht, was da los ist. Juwelen übergeben, behalten. Ich sag mal Juwelen übergeben. Wir sind ja eine ehrliche Haut, ne? Hier sind sie. Ausgezeichnet. Hier hast du deine Belohnung. Du hast sie dir wirklich verdient. Das ist gut, Torres. Gibt's noch was? Okay, nur Training. Okay, dann werde ich mal speichern. So, auch habe ich den OBS wieder neu gestartet. Ich hoffe, wir sind synchron wieder. Buchkommode sollte man sich immer schön durchlesen, nicht? Jagd und Beute. Okay, alles gut. Hier lassen wir natürlich die ganzen Sachen liegen. Man weiß ja nicht. Nachher hat er uns... Oh, da hat er schöne Waffen hier. Sehr gut. Was sagt das lockige Buch? Das sieht nach erfüllte Mission aus. Der tote Juwelenhändler. Ich habe Torres die Juwelen übergeben und ihm mitgeteilt, wer hinter Osiris Tod gesteckt hat. Dafür erhielt ich von ihm 500 Goldstücke, aber ich weiß nicht recht. Vielleicht hätte ich die Juwelen behalten sollen. Torres sah mich an, als ob er einen Idioten vor sich gehabt hätte. Wahrscheinlich bekommt Torres noch viel mehr Gold für Osiris Juwelen, aber daran ist nichts mehr zu ändern. Die Chance ist vertan. Aha, na sowas bekloppt es jetzt aber auch. Okay, an dieser Stelle habe ich nochmal einen älteren Speicherstand geholt. Ich will doch mal nochmal gucken. Moment. Ich will doch nochmal gucken, wie wertvoll denn die Schatulle eigentlich ist. Nachher, wie schon gesagt, da sah ja so nach Minusgeschäft aus eben. So, 1200. Na, das ist wertvoller. Also, bitte seht's mir nach, wenn ich bei Torres die Schatulle nicht abgebe. Ich weiß, So, Juwelen behalten. Mal gucken, was er sagt. Die sind spurlos verschwunden. Wie? Verschwunden? Du hast sie doch nicht etwa selber eingesteckt. Wenn ich herausfinden sollte, dass du die Juwelen in deinem Besitz hast, werde ich dafür sorgen, dass du lebenslang dafür eingebuchtet wirst. Aber nicht im Kerker. Nein, das wäre noch zu gemütlich für dich. Sondern tief unten in den Katakomben. Dort gibt es bestimmt noch eine feuchte Zelle für dich und eine Menge Ratten. Ich habe sie wirklich nicht. Ich nehme aber an, dass die Banditen ihre Beute an einem sicheren Ort versteckt haben. Schließlich sind die Katakomben verdammt groß. Da gibt es bestimmt eine Menge guter Verstecke. Ja, das stimmt. Die Katakomben von Uga sind verdammt groß. Na schön. Vielleicht hast du die Juwelen ja wirklich nicht eingesteckt. Aber ich werde dich im Auge behalten. Sicher ist sicher. Was ist mit meiner Belohnung? Deine Belohnung? Ohne Juwelen gibt's auch keine Belohnung, klar? Damit bin ich nicht einverstanden. Wir hatten was anderes vereinbart. Du wolltest wissen, wer Osiris ermordet hat. Und ich habe dir nicht nur den Namen des Auftraggebers genannt, sondern diesen auch beseitigt. Das sollte dir schon etwas Gold wert sein. Na gut, mehr als 200 Goldstücke wirst du von mir aber nicht bekommen. Okay, 200 Goldstücke, buh. Okay, jetzt gucken wir mal ins Logbuch. Erfüllte Mission, der tote Juwelenhändler. Ich habe Torres mitgeteilt, wo Osiris töten ließ. Die Juwelen habe ich aber für mich behalten. Schließlich kann ich für diese noch eine Menge Gold bekommen. Ich habe Torres gegenüber einfach behauptet, die Juwelen nicht gefunden zu haben. Anscheinend war ich glaubhaft genug, denn er schien meinen Worten Glauben zu schenken. Allerdings war er nicht mehr bereit, eine hohe Belohnung an mich zu zahlen. Er gab noch 200 Goldstücke, aber nicht schlimm. Die Juwelen sind ja auch eine Menge wert. So sehe ich das nämlich auch. Ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, wo ich am besten die Schatulle verstecke und an wen ich die verkaufe. Bahal auf gar keinen Fall. Lass mal gucken. Vielleicht bei Iskra handeln. Zeig mir deine Ware. Q.
gucken wir mal, wie viel er mir dafür gibt. Na komm. Wo ist jetzt die Tulle Schatt? Na? Da ist er. 180? Nee. Wo kriege ich die jetzt her? Beziehungsweise wo kann ich die am besten verkaufen? Bestimmt nicht bei den Assassinen, bestimmt woanders. Ich mach mal Folgendes. Ich werde mal aufgrund der Tatsache, dass ich ja noch Hass ans Amulett. Okay, render. Hassans Amulett besorgen soll bei Abdul. Wenn wir mal schnell nochmal eine Adeptenkleidung anziehen. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg zu Abdul. Das überspringe ich dann auch mal, bis wir dann da in Patara sind. Ja, jetzt bin ich bei Patara hier und möchte Hasmut mal meine Schatulle anbieten. Und kriege auch nur 180. Also wird wahrscheinlich, bitte schreibt das in die Kommentare, bei allen Händlern gleich sein. Jetzt gucken wir uns mal den Herrn Abdul an. Da müssen wir ja an seine Kiste kommen da. Aram. Assassine, hier ist der Fischer. Ist Abdul drin. Mit Gor Asur. Boah, ich hab gar nichts genommen. So, Abdul, speicher nochmal. Gucken wir aber lieber ins Logbuch. Hassans Amulett. Ich soll für Hassan ein Amulett holen, welches er vor längerer Zeit an der Küste gefunden hat. Er hat das Amulett damals in eine Truhe eingeschlossen und diese Abdul übergeben. Der Schlüssel hierfür gab er mir mit. Aha. Die Truhe wird sich jetzt wahrscheinlich in Abduls Quartier befinden. Hassan letzte Worte machten sich allerdings... Ich sollte Hassan natürlich nicht ansprechen, also ich sollte es heimlich aus der Truhe nehmen. Was heißt denn heimlich? Heimlich heißt mitten in der Nacht. Das werden wir mal eben machen, indem wir uns mal hier hinlegen und nochmal bis Mitternacht schlafen. Raus aus meinem Bett! Dann bin ich ja mal... Ja, Mädchen, ist gut. Wer bist du denn? Du bist Laika. Laika. So, Assassine, so gucken. Er schläft. Sehr gut, er schläft. Gucken. Er guckt mich an, so ein Mist. Ich gehe mal da rein. Sieht er mich nicht mehr? Okay. Jetzt gehe ich in Schleichmodus. Sicher ist sicher. Ach, du liebes bisschen. Okay, alles klar. Der kommt noch rein. Wenn der mitkriegt, dass ich da was klaue, dann kriege ich eine übergezwirbelt. Nicht gut. So, ist denn der Gurdingsbums jetzt auch am Pennen? Ist er auch. Sehr gut, okay. Nein, nicht aufwachen! Was ist los? Ja, legt euch wieder hin. Okay. Ja. Und wieder ein Aussetzer. Ich weiß nicht, was mit meinem Aufzeichnungsprogramm los ist. Also im Monitor höre ich das immer. So, jetzt sind sie alle eingeschlafen. Ich möchte ganz gerne doch noch... Okay, der hinter mir, der beschwert sich nicht. So. Truhe. Aufmachen. Hassans Amulett. Sehr schön. Wunderbar. Und die nächste Truhe mache ich in der nächsten Sendung auf. In der nächsten Folge. Also die von Gor Asur. Ach, Gor Asur. Nicht Asur. Na gut, okay. Liebe Leute, vielen Dank dafür euer Zusehen. Und ihr wisst ja, ein Kommentar und einen Daumen wünsche ich mir. Tschüss.